Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal Hardware-Check, Review, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde, zum Saugroboter von Zoze, also Z-O-O-Z-E-E, der Z50 von meiner Tochter, von der kleinen, liebevoll Susi genannt, weil so Zoze noch nie aussprechen kann. Ich habe dafür ein bisschen was vorbereitet, das, was ich euch gleich zeigen werde. Ich will es diesmal ein bisschen anders machen. Mal gucken, ob es euch gefällt. Also ich werde über ein bisschen Feedback dankbar. Däumchen wären Träumchen. Ein bisschen in den Kommentaren euch mal auslassen, wie euch der neue Stil gefällt. Ich will einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Und ja, dann würde ich sagen, Däumchen wären Träumchen. Hoffe, euch gefällt das Video. Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal das Review-Video zum Z50 von Zoze. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Zoze, Z50. Von unserer kleinen Tochter, liebevoll auch Susi genannt. Aber nichtsdestotrotz, ich werde euch ein bisschen was zum Roboter sagen, zeigen. Ich habe ihn auch aufgenommen beim Saubermachen. Der ist jetzt schon ein paar Wochen bei uns in Betrieb. Und kann euch dann halt auch ein bisschen mehr dazu sagen. Jetzt wollen wir ihn erstmal auspacken. Dann haben wir hier gleich das schöne Zoze-Heft, was uns hier anguckt. Beziehungsweise ist ein Umschlag. Den dürfen wir auch aufmachen. So. Da findet ihr praktisch die Bedienungsanleitung und auch den Aufbau. Kinderleicht, der Aufbau. So, dann machen wir das mal wieder zu. So, packen das wieder da rein. Jetzt kommen wir zum Herzstück. Da befindet sich hier unser Staubsauger-Roboter. Hier ist die Fernbedienung. Hier ist die Ladestation mit Stromteil und Magnetband, Extrafilter und hier ist der Wasserbehälter drin. So, wie gesagt, wir haben einmal eine Fernbedienung mit bei, wo ihr dann halt praktisch steuern könnt, den Roboter und die verschiedenen Funktionen auslösen könnt. So. Dann haben wir den Stromkabel mit bei. Dann haben wir ein Magnetband mit bei. Wir haben einen Extrafilter mit bei. So, dann haben wir logischerweise den Roboter. Aber wichtig, hier innen drin, hier haben wir zum Beispiel einmal die Batterien für die Fernbedienung. Und wir haben, ich nehme nochmal nur jetzt einen raus, von diesen haben wir vier Stück mit bei. Also ihr habt zwei, die ihr am Roboter montieren könnt und zwei auf Reserve. Und die sind auch kinderleicht zu montieren. Hier steht links. Und hier steht rechts drunter, unter dem Roboter, also unter den beiden Vorrichtungen, wo ihr das festmachen könnt. Da könnt ihr es sehen. Da ist links und auf der anderen Seite steht dann halt rechts drunter. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig sehen. Hier oben steht rechts. Und wir... Ich halte mal beide daneben und versuche, dass sich das hier einpegelt. Da. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist da. Da wo? Einmal rechts und einmal links. Und so befestigt er halt links an links
und rechts an rechts. Ist auch kinderleicht, die braucht ihr einfach nur so raufdrücken. Falschen. Links an links hier. Einfach nur so raufdrücken. Und wenn ihr sie dann später mal tauschen wollt oder wechseln wollt, weil sie ausgefranst sind oder keine Ahnung, dann einfach die drei anfassen. Ich zeige es euch nochmal. So. Dann fasst ihr die drei hier am besten so ein bisschen an. So. Oder ich mache es halt lieber mit dem Gummi. Reicht auch zwei und dann so ein bisschen ziehen nach rechts und links und dabei hoch. Dann geht es eigentlich ganz easy und ganz fix wieder raus. So. Hier die könnt ihr einfach rausnehmen. Sauber machen und wieder reinmachen und super. Zu dem Tank kommen wir später noch. Da gibt es eine Besonderheit bei diesem Staubsauger. Die Räder, hier seht ihr das am besten, gehen ziemlich weit rein und raus. Also ich habe Steigungen bis 1,8 gehabt, oben bei Frauchen, die er geschafft hatte. 1,8 cm. Und die hat er problemlos geschafft. Der hat auch hier vorne einen Sensor und hier und an der Seite auch und so, dass er halt nicht die Treppe runter macht oder, ja, also Scanner hat er auch drin, das ist kein Problem. Wenn er den kriegt, hat er natürlich diese Schutzdinger dran, damit halt nichts passiert. Also das ist halt für den Bumper, wenn er den hier vorne gehen kommt und sagt, oh, da ist ein Hindernis. Und das ist halt jetzt momentan blockiert. Wenn ihr den anmacht und der nicht mit eurem Handy gleich funktioniert, also wenn Handy sagt, ihr findet den nicht, die Bene gedrückt halten und nochmal neu suchen. Und ganz wichtig, 2,4 GHz, 5 GHz Verbindungen nimmt er nicht an. Dann haben wir hier die Ladestation. Hier fährt er rauf und lädt dann. Hier oben steht dann halt Zutze drauf und hier ist dann halt, da muss man abmachen und ich denke mal, hier ist der Infrarotsensor drin, dass er den Weg findet. Hat bei meiner Frau semi-optimal geklappt am Anfang, dadurch, dass wir den neben eine Glasvitrine und Heizung gemacht haben. Da waren wohl Ablenkungen von Strahlung und dann haben wir den neben den Schrank gemacht. Wenn du rinkommst, gleich rechts ist so ein Schrank bei meiner Frau. Da hat so ein paar Besen stehen. Da haben wir den jetzt hingestellt und da findet er den ohne Probleme. Alles supi. Hier oben habt ihr dann noch eine Benachrichtigungs-LED. Da wird euch dann angezeigt, ob Strom an ist und oder ob er gerade lädt. Was ich saugeil finde, ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel die jetzt weit weg von der Steckdose macht, links, rechts, da wurde dran gedacht, zeige ich euch gleich. Wir haben hier Gumminippel drunter, damit das rutschfest ist, damit der Roboter auch vernünftig rauffahren kann. Also. Und. Oh, Mensch. Na. Ach, so jetzt aber. Puh. Ist ein bisschen fest drauf, soll aber auch sein, weil soll er sich ja nicht lösen. Da unten, das ist für den Stecker für Strom. Und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr ihn links oder rechts raus macht, je nachdem, wo eure Steckdose lang geht. Also da seid ihr frei. Wir haben hier auf beiden Seiten eine tiefe Einkerbung, wo man den Kabel ohne Probleme durchlotsen kann. Und wir haben eine Möglichkeit, den Kabel hier hinten drin aufzurollen. Damit halt wirklich nur so viel Kabel rauskommt, wie wir bis zur Steckdose brauchen oder wenn wir hinterm Schrank irgendwo lang müssen, ein bisschen verstecken oder so. Und alles andere können wir dann hier drin verstauen an Kabel, dass kein Kabel rumflattert. Das finde ich wirklich sehr gut. So, und dann machen wir das wieder fest. So, dann haben wir hier noch einen breiten Karton. Ich habe euch ja eben schon gesagt, dass der etwas Besonderes hat, weil der wischt ja auch. Und wir haben auch wirklich ganz viele Ersatzteile mit bei. Also auch Magnetband. Wenn ihr das nicht mehr habt, kann man auch nachbestellen. Ich denke mal, der Hersteller, den schreibt da an und fragt da. Und dann kann man da auch Magnetband nachkaufen. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob man
bei Amazon Magnetband separat so kaufen kann. In dem Karton befindet sich nämlich ein weiterer Staubbehälter und ein Ersatzlappen für die Unterseite. Einmal ist schon dran, ne? So. Und bei diesem hier ist es nämlich so, dass wir den mit einem Wassertank haben. Beim Originalen, also beim Eingebauten, der gleich von Anfang an drin ist. Die sind auch sehr leicht zu lösen. Ihr müsst einfach nur hier drücken und dann könnt ihr den rausziehen. So, der ist halt eingebaut. Im Staubsauger direkt. Schon. Hier kommt der Schmutz rein. Hier habt ihr schon einen Filter drin. Plus den Ersatzfilter, den habt ihr ja auch noch. Also habt ihr schon mal zwei Filter. So. Und hier unten haben wir denn noch so ein feines Netz, was man auch rausnehmen kann zum Reinigen. Damit nicht so viel zum Filter durchkommt. Das filtert halt schon einige Partikel schon vorher. Schön groß, passt auch eigentlich gut viel rein. Wenn man nur saugen will, empfehle ich euch, den drinnen zu lassen. Wenn ihr wischen wollt mit, dann natürlich den. Auch hier. Ich mache das erstmal so raus. Haben wir hier praktisch, das ist jetzt der reine Staubbehälter, den man so aus dem Behälter rausnehmen kann. So, wenn man den also unterm Roboter rausmacht, zack, das rausziehen, dann kann man das zum Müll bringen. Auch hier. Ja, warte mal, wie war denn der mit dem Aufgehen hier bei dem? Der war doch auch hier an der Seite irgendwie. Hier. Auch hier haben wir praktisch so einen Gummifilter und auch wieder einen Filter direkt drinne. Also ihr habt drei Filter praktisch in jedem Teil ein und dann halt einen Ersatzfilter bei. So. Alles auch sehr gut verarbeitet. Hier ist der Tank natürlich, das Fassungsvolumen für Staub natürlich etwas geringer, weil wir den Platz ja für den Wassertank brauchen. Den zeige ich euch auch mal. So, das ist der große Wassertank. Da passt wirklich viel, viel, viel Wasser rein. Hier drinnen sind die Schläuche. Kann man vielleicht so ein bisschen sehen. Und die gehen dann hier hoch. Da. Aber das seht ihr, glaube ich, nicht so gut. Doch, hier. Und hier macht man auf, hier macht man Wasser rein. Schönes großes Loch. Verschließen. So. Und könnt ihr jetzt praktisch sehen, hier unten, da und da. Hier sind die Löcher, wo das Wasser durchkommt. Wir haben jetzt hier keine Wasserdüsen, so wie bei anderen Staubsaugern, die man austauschen kann. Hier sind nur so kleine Löcher und hier der Schlauch halt. Das könnt ihr auch ganz einfach abmachen. Das ist einfach nur so und dann kann man das komplett klettverschlussmäßig einfach abziehen und den Tank einfach wieder. Schaut mal, so rum. Hier so rum. So, den Tank wieder drauf. Und dann könnt ihr den großen Tank in euren Roboter machen. Ich habe auch ein Video gemacht oben. Werde ich hier auch im Video irgendwo drin schnippeln, wie leicht es geht, im Betrieb den Tank zu wechseln. Wenn er steht, ich zeige euch das jetzt erstmal mit dem großen Tank. Das ist der große Tank. So. Jetzt geht es wieder richtig. So, wir haben den Staubsauger mal aufgebaut. Das ist halt praktisch der Wassertank. Ihr müsst halt nur drauf aufpassen. Unten ist unten logischerweise. Und das ist oben. Dann einfach hier und rein. Hoppala. Und schon ist er hier fest.
Und genauso beim Rausholen. Rausholen. Und wir wollen jetzt nur staubsaugen. Halt, falsch rum. Jetzt habe ich falsch rum gemacht. Und schon ist der Staubbehältertank wieder drin. Ihr habt den Staubsauger, die Ladestation. Dann habt ihr den Stromkabel logischerweise, die Fernbedienung, Batterien dazu, ein Ersatzwischtuch, Magnetband, ein Ersatzstaubbehälter, wobei ihr einen im Staubbehälter im Tank, der im Roboter drin ist, habt und schon einen im Wassertank, im Staubbehälter mit dem integrierten Wassertank. Den habt ihr auch nochmal extra. Dann habt ihr 4 von den Düsen, Wedeln, keine Ahnung wie sie heißen. 2 zum Ranmachen, 2 als Ersatz. Ja, und natürlich die Ladestation, hatte ich ja schon erwähnt. Ihr kriegt auch noch ein Reinigungswerkzeug mit bei, eine Bürste zum Reinigen vom Staubsauger und hier so eine Klinge dran. Wenn die Bürsten verfilzt sind oder was drin ist, dass man da mit dem Messer lang gehen kann, um das zu entfilzen. Jo, da sind wir auch beim Staubsaugerroboter, beim Z50. Den haben wir hier in der Ecke versteckt. Bei der Heizung ist nämlich genug Platz. Und da ist halt auch gleich die Steckdose. Da fällt er nicht auf, steht nicht im Weg. Passt ganz gut. So, und wir haben dann halt auch hier auf dem Schrank gleich die Fernbedienung liegen. Man kann die Bedienung über App zeige ich noch. Da haben wir dann halt Auto, dann legt er gleich los. Wir haben das Haussymbol, das geht da zurück zum Haus. Wir haben die Steuerfunktion, dass wir ihn steuern können. Wir können auch sagen, okay. Dann legt er gleich los. Und startet gleich das Cleaning. Wenn wir jetzt das Haussymbol drücken. Leider noch in Englisch und kein Deutsch. Da ist auch Magnetband mit bei, dass man halt praktisch mit Magnetband die Sachen abgrenzen kann, wo er halt nicht lang soll. Also die Kinder haben ganz große Gefallen an der Fernbedienung, vor allen Dingen, weil man halt wie ein Auto steuern kann. Jetzt hat er sich gerade ein bisschen zickig. Also normalerweise findet er den Eingang, aber da können wir eingreifen. Mit der Fernbedienung einfach. Zack. Na komm, dreh dich. So. Und schon ladet er. Wir haben auch auf der Fernbedienung halt hier mehrere Knöpfe. Die sind für die verschiedenen Stufen. Das halt mit dem Wasser, laut, leise. Können ja mal jetzt einfach mal Auto drücken. Und dann könnt ihr mit der Propellerfunktion, würde ich sagen, Saugfunktion. So, könnt ihr mal die verschiedenen Lautstärken hören. Das ist die stärkste und das ist die schwächste. Hoppala. Wir haben jetzt die Stühle nicht weggestellt. So, und wie gesagt, für die Lautstärken, für die Saugstufen, Entschuldigung, hier kann man die Audioeinstellungen, Wasser, ist jetzt natürlich im Wassertank dran, hier haben wir, können wir sagen, Ecken clean. So, und jetzt
will er die Ecken cleanen. Und dann haben wir noch so eine Taste, das ist hier mit so einem Kreis gekennzeichnet. Spot Cleaning Start. Der macht er halt da, wo er ist. Also, ihr hattet mal das Werk mal, ich werde euch das mal besser zeigen. Ich steuere den mal kurz da in der Mitte und sage hier einfach zack. Spot Cleaning. Und dann geht er in kreisenden Bewegungen um den Spot, wo wir gesagt haben, hier mach mal da sauber, wo du jetzt gerade bist. Und dann geht er halt ab da in kreisenden Bewegungen rum, um den Spot halt zu reinigen. Wie gesagt, wenn wir dann sagen, einfach Eckencleanung. So, dann können wir aber auch jederzeit wieder sagen, mit okay, stopp. Und dann haben wir hier eben hier, hat das. Wenn wir mal nicht finden sollten, weil der Akku leer ist und so, der nicht geschafft hat. Da sind wir jetzt auch im Fazit, beziehungsweise ein paar Daten möchte ich euch vorher noch sagen. Und zwar, die Stärke vom Staubsauger beträgt 3000 PA an Saugkraft. Der Akku, der verbaut ist, ist ein 5200 mAh LG Akku. Der Staubsauger ist, der Roboter ist so kompatibel mit Alexa, Google Home und Siri. Jo, das konnte ich jetzt nicht so wirklich testen, weil meine Frau kein Alexa, Google und Siri hat und das nicht in ihre Wohnung darf. Da ist er strikt Gegner von. Aber das Positive ist zwar kompatibel und eine App hat es auch, aber wir haben auch eine Fernbedienung. Das ist ein ganz großes Plus. Wir können alle Eigenschaften, was der Roboter machen soll, Eckencleaning, Spotcleaning, die Saugkraft erhöhen, die Tropfensymbole auf der Fernbedienung, was ihr gesehen habt, kannst du in 3 Stufen die Wasserzufuhr regeln, sowas zum Beispiel, alles, kannst du alles über die App machen. Du kannst es aber auch über die Fernbedienung machen. So habe ich schon vorgegriffen. Ich wollte eigentlich noch weiter dazu sagen. Haustier geeignet. Die Wischfunktion ist für 300 Quadratmeter. Der Wassertank hat ein Fassungsvolumen von 400 Millilitern. Ja, und dann hatte ich ja schon gesagt, dass er in 3 Stufen das Wasser regeln kann und alles über Fernbedienung steuerbar ist. Die Navigation, ja, da kommen wir auch dann jetzt zu ein paar negativen Sachen. Die Navigation ist per Gyroskop. Also, da ist ein Gyroskop verbaut und daran navigiert er sich. Der hat jetzt leider keine Kamera oder Radar oder irgendwas, um sich irgendwo im Raum zu orientieren. Das funktioniert alles nur mit Gyroskop. Und dann wirkt das auch manchmal ein bisschen planlos, wie er fährt. Aber er macht das alles wirklich gut sauber. Für die Preisklasse wirklich sehr gut sauber sogar. Die Karte in der App wird leider immer wieder gelöscht, habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler von meinem Susi-Roboter ist, beziehungsweise von der App ist, oder ob das bei anderen auch so ist. Bei mir ist es jedenfalls so, dass die App, nachdem er benutzt wurde und dann erstmal, weiß ich nicht, einen halben Tag steht, um Akku zu laden, ja, und dann wieder losgeht. Wir haben jetzt über die App habe ich einen Timer gestellt, wann er losgehen soll. Also frühs, wenn die Kleine im Kindergarten ist und dann so abends vorm Abendbrot nochmal, weil da sind wir nicht da, da soll er dann auch nochmal lang gehen. Also das ist halt ganz gut, kannst du ja einstellen, kannst du für die ganze Woche einstellen, kannst du für einen Tag individuell einschalten. Wenn du jetzt zum Beispiel Montag bis Mittwoch Tagschicht hast, dass er dann tags macht und nachts nicht angeht oder spät Mittag nicht angeht, damit du deine Ruhe hast. Ja, kannst du dir dann so anpassen, wie du willst. Laut ist er jetzt nicht wirklich in den normalen Stufen. In der höchsten Stufe ist er schon etwas lauter. Das habt ihr ja gehört. Ja, dann kommen wir zu größten Kritikpunkten eigentlich. Nicht nur, dass die App halt die Karten immer wieder löscht. Er hat keine Zonenerkennung. Ja, so wie jetzt ein
ein Roborock von mir jetzt zum Beispiel, also mein Roborock, der hat die Zimmer gleich erkannt und hat einzelne Zonen draus gemacht. Man kann die in der App auch bearbeiten und kann sagen, das ist eine andere Zone, das ist eine extra Zone. Man kann einen roten Bereich eintragen. Das haben wir hier leider nicht. Wir können auch nicht sagen, irgendwelche Sachen soll er auslassen. Das funktioniert nur mit Magnetband, dass man dann irgendwo Magnetband hinklebt und sagt, ey, geh mal hier bitte nicht lang. Das funktioniert dann aber auch. Damit haben wir das Kinderzimmer nämlich sicher vor Susi gemacht, aber es klebt halt ein Magnetband auf dem Boden. Ja, also das finde ich jetzt ein bisschen kontraproduktiv, weil da hast du dann das Ding auf dem Boden kleben. Da finde ich die mit Kamera oder mit Radar dann halt schon wesentlich besser. Aber für Einsteiger kommen wir halt zum Fazit jetzt komplett. Also meine Empfehlung, ja, ich kann empfehlen für Einsteiger, die sich mit so einem Roboter erstmal auseinandersetzen wollen, gucken, wie es funktioniert, weil so die größten Sachen kannst du in der App ja einstellen und dann kann man mit so einem Roboter erstmal, weil der Preis ist okay, da gibt es jetzt gerade 90 Euro Rabatt, 299 kostet da, also zahlt da 209 Euro oder so. Das funktioniert dann eigentlich, das ist dann schon ganz gut für so ein, also in der Preisklasse. Aber für Leute, die mehr wollen, ist der Staubsaugerroboter definitiv nichts. Also wenn ihr wirklich mehrere Räume habt und in verschiedenen Räumen einen Teppich habt oder einen Teppich, wo er nicht rüber soll, wenn er saugt, weil er zu dick ist oder so, oder einen seltenen Teppich oder irgendwo eine Ecke, wo halt Kabel liegen oder was weiß ich, wo er nicht hin soll. Wenn sowas mal vorkommt, dann auf keinen Fall den nehmen. Da würde ich denn schon euch raten, nimmt eine Preisklasse höher oder zwei Preisklassen höher. Ein Roborock zum Beispiel oder wie heißt der mit D, was Fokus hat, komme ich jetzt nicht auf den Namen. Die sind sehr gut. Die haben dann ein Radar oben dran oder auch die mit Karte, also also eine Preisklasse höher wäre halt mit einer Kamera oben auf der Oberseite. Der orientiert sich dann anhand der Decke, auch mit Magnetband, aber man kann Zonen einschalten. Bei meinem alten ging das. Am besten wäre natürlich halt die mit dem Radar oben drauf. Da kannst du halt direkt sagen, die Zone soll er nicht hin, da darf er, oder du kannst halt auch sagen, was weiß ich, früh um 7 soll er halt nur Wohnzimmer saugen und um 11 soll er dann, was weiß ich, die Küche saugen. Das kann man sich dann, man kann auch einen Wassertank montieren schon. Die haben dann so einen Auffang, also unten so einen Stopp, damit das Wasser nicht einfach so rausläuft. Erst wenn er dann losfährt. Man kann dann auch sagen, alle Stunde soll er dann in die Ladestation oder so. Aber das macht er eigentlich, wenn man sagt, hier macht die Zone sauber, gehen die teureren automatisch in die Ladestation. Bei ihm hatten wir, wie gesagt, hier so ein bisschen Probleme. Wegen dem Schrank und der Heizung habt ihr ja gesehen. Mittlerweile steht da weiter rechts neben Fernseher hat Frauchen noch so einen Schrank stehen. Und da wir nehmen an, dass es jetzt durch die Glasfront von der Vitrine ist und durch die Heizung, dass es da irgendwie die Funkwellen oder das Infrarot da irgendwie durcheinander, weil ich denke, der orientiert sich mit Infrarot zur Basis, dass es da irgendwie Schwierigkeiten gab. Aber ja, sonst jetzt, wo er da in der anderen Ecke steht, da seht ihr ja die Glasvitrine, da haben wir keine Probleme gehabt. Bei kleinen Schränken habt ihr ja auch gesehen, da vielleicht Magnetband hinkleben oder so, dass er da nicht so nah ran soll oder in den Schrank Magnetband, weil sonst fährt er sich da fest. Falls ihr so kleine Schränke haben solltet, wenn ihr natürlich Geräte da vorne drin habt, dann erkennt er die, dann macht er mit dem Bumper dagegen, dann fährt er da auch nicht weiter. So, das soll es jetzt soweit aber auch gewesen sein. Wie gesagt, für mich, von mir aus, eine klare Empfehlung für den Staubsauger, weil für den Preis und die Leistung, also Preis-Leistung ist super, aber wirklich nur für Einsteiger oder für Leute, die sagen, ich lasse das Ding mal nebenbei laufen oder so. Ich brauche jetzt nicht irgendwie großartig Schnickschnack, Zonenerkennung oder was weiß ich. Ich habe überall in Nullen, wenn man halt in verschiedenen Bereichen auch Teppich hat oder so, da würde ich dann schon mit bei dem jetzt mit Magnetband abmachen und bei dem anderen kann man halt Zonen sagen, wo er nicht hin soll. Wenn man ganze Räume hat zum Beispiel, wenn man aber zum Beispiel im Flur in Mitte einen Läufer hat und links und rechts halt, wo er machen soll, da fährt er dann halt über den Läufer rüber und saugt damit. Also wenn er da die Wischfunktion anhabt, dann
kommt da auch hinten Wasser raus. Dann ist der auch mal leicht ein bisschen klamm, der Teppich. Das erkennt er nicht und geht dann runter. Naja, aber auf jeden Fall für kleinen Geldbeutel, für Einsteiger, klare Empfehlung. Wer mehr erwartet, wer mehr Umfang haben will, Zonenerkennung, bestimmte Zonen machen will und andere auslassen oder macht Zone 1 dreimal sauber, Zone 2 einmal sauber, wenn man bestimmte verdreckte, geht bei den höherklassigen Modellen, dann nicht zu diesem greifen, da habt ihr keinen Spaß mit, dann lieber wirklich eine Preisklasse höher oder zwei Preisklassen höher nehmen, aber so für Einsteiger super geeignet. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen freuen. Ich habe diesmal ein bisschen was anders gemacht. Ich hoffe, hat euch gefallen. Da würde ich auch über ein Feedback mich freuen, wie euch die neue Machart gefallen hat. Da steckt viel Arbeit drin. Ich bin jetzt weg. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.